Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nextcloud-Bound mit Jet. Und ja, nach langer Zeit soll es endlich mal wieder weitergehen mit dieser Serie. Und wie gewohnt ist es erstmal wieder ein Update-Video. Das aber gleich schon mal vorab. Dieses Video ist eher nur der Vollständigkeit halber geschuldet, denn eine Neuauflage dieser Tutorial-Serie ist bereits in Arbeit und sollte demnächst so weit ausgearbeitet sein, dass ich mit den Aufnahmen beginnen kann. Damit aber der Wechsel von der alten Serie auf die neue Serie gut klappt, wäre es halt gut, wenn wir auf einem aktuellen Stand sind. Und das werden wir daher heute mal angehen. Unsere Tutorial-Serie ist nämlich auf der Version 25 stehen geblieben und in der Zwischenzeit meiner Abwesenheit sind vielleicht ganze zwei Major Releases rausgekommen, die wir noch nachholen müssten. Kein Thema, das meiste wird relativ gleichbleibend sein, so wie man es eigentlich kennt. Nur in der Version 27 gibt es noch so eine kleine, nicht ganz so nette Änderung und die gucken wir uns aber gemeinsam an. Auch weiterhin wird uns hier noch die Warnmeldung angezeigt, dass wir eine 32-Bit-PHP-Version im Einsatz haben. An diese Meldung können wir uns in dieser Tutorial-Serie erstmal noch dran gewöhnen. Aber deswegen wird ja eben die neue Tutorial-Serie gerade aufgezogen, damit man eben auf eine 64-Bit-Version der ganzen Nextcloud wechseln kann. Bevor wir starten, nochmal der obligatorische Hinweis. Bitte sorgt dafür, dass ihr ein Backup eurer Cloud habt. Dazu gibt es auch ein eigenes Video zu. Ohne Backup wird es sehr, sehr schwierig, wieder an die Daten ranzukommen. Daher bitte einmal vorher backuppen, bevor wir in den eigentlichen Update-Prozess starten. Gut. Wir wechseln, wie gewohnt, auf unsere Konsole und werden erstmal das ganze Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen. Dazu holen wir uns Administratorenrechte mit sudo -s und tippen apt-update ein und prüfen erstmal, wie viele Updates anstehen. Bei mir sind das sehr, sehr viele, das liegt aber unter anderem an sehr vielen verschiedenen PHP-Versionen. Und mit apt-upgrade werden wir das mal updaten lassen. Und das wird bei mir eine ganze Weile dauern, bei euch eventuell auch, wenn ihr jetzt über Monate hinweg nichts gemacht habt. Und je nachdem, nach kurzer oder langer Zeit, sollten wir noch kurz einen Reboot durchführen, um sicherzugehen, dass auch der Pi mit den aktuellen Paketen wieder hochgekommen ist und auch soweit sauber funktioniert. Das können wir dann nach einem Reconnect auch noch kurz testen, ob die Web-Oberfläche soweit läuft und ob wir noch irgendwelche Fehler geschmissen kriegen. Wenn nicht, haben wir alles soweit richtig gemacht und können weiter starten. Als erstes steht jetzt das Update auf die aktuellste 25er-Version an, also 25.09. Und dieses Update werden wir nicht wie gewohnt über die Web-Oberfläche durchführen, sondern rein über die Konsole. Hat den Hintergrund, dass ich mittlerweile die Erfahrungen gesammelt habe, dass es halt doch stabiler über die Konsole läuft und nicht über die Web-Oberfläche. Von dem her werden wir es über den Weg machen. Hierzu tippen wir sudo -u ein, www.data dahinter. PHP und dann den Pfad zur Updater, was bei uns war www.nextcloud-updater und dann die updater.par ist. Hierbei sagen wir, dass wir mit www.datarechten PHP aufrufen wollen und wir dann das angehängte PHP-Skript ausführen wollen, was der Updater ist. Das bestätigen wir dann noch mit einem Y und lassen dann den Updater erstmal eine ganze Weile seine Vorbereitungen durchführen. Danach können wir sagen, dass die OCC-Commands noch automatisch das Upgrade durchführen sollen, also das eigentliche Update der Nextcloud. Und das bestätigen wir einfach mit einem Return. Danach werden wir noch gefragt, ob der Maintenance-Mode noch weiterhin aufrechterhalten werden soll. Das bestätigen wir auch einfach mit einem Return, dass das eben nicht mehr der Fall sein soll, sondern dass wir jetzt wieder auf die Cloud uns verbinden möchten. Wenn wir das jetzt auch tun und diese Webseite mal aktualisieren, sehen wir, wir sind erfolgreich auf der 25.09 gelandet und uns wird auch bereits schon die 26.04 vorgeschlagen, was demnächst unser nächster Schritt sein wird. Aber zuerst beheben wir noch die eine Warnung, die dazugekommen ist und die kennen wir eigentlich auch schon. Hierzu müssen wir nur die Indices nochmal neu erzeugen. Und dazu gibt es einen fertigen Befehl, den wir ausführen können. Das kopieren wir uns hier oben raus und wechseln nochmal kurz zurück auf die Konsole, holen uns unseren beliebten sudo-u-www-data-php-Befehl her und der Pfad passt auch schon fast. Wir gehen nach var www.nextcloud-occ und fügen den Part, den wir gerade rauskopiert haben, hier unten ein. Führen uns einmal kurz aus und die Warnmeldung sollte dann auch jetzt weg sein. Gut, kannst jetzt weitergehen mit dem nächsten Update auf die Version 26. Hierzu stehen nochmal genau die gleichen Schritte an. Wir gehen wieder auf die Konsole und starten dort wieder den Updater und bestätigen den wieder mit Y und warten wieder eine Weile. Danach drücken wir wieder Return, um das eigentliche Upgrade durchzuführen.
Und zum Schluss, nach einer gewissen Wartezeit, bestätigen wir nochmal, dass wir den Maintenance Mode verlassen wollen. Wenn wir jetzt die Webseite aktualisieren, werden wir sehen, dass wir auf der 2604 angelangt sind und uns die 2701 zur Verfügung steht. Und wir werden auch wieder Warnmeldungen bekommen, unter anderem jetzt aber auch neue. Das kann durchaus mal passieren, dass hier mehr Warnmeldungen auftauchen, wenn man zum Beispiel direkt nach einem Update relativ flott hier die Seite wieder aufruft. Die Well-Known-Meldungen sollten eigentlich dann auch direkt weg sein. Wir werden uns dem typischen Thema mit den Indices erstmal wieder angehen. Wir kopieren uns eigentlich den Befehl, beziehungsweise eigentlich haben wir den Befehl noch und schicken den gleichen einfach nochmal ab. Und wenn wir jetzt die Webseite nochmal neu laden, sollten die Meldungen weg sein und die Version 26 ist somit fertig installiert. Und weil das Ganze so viel Spaß gemacht hat, machen wir das Ganze noch einmal. Wir rufen wieder den Update auf, bestätigen wieder mit Y die Installation und lassen den vor sich hinrödeln. Und nach einer Weile bestätigen wir, dass wir das eigentliche Upgrade durchführen wollen. Und wenn das durchgelaufen ist, bestätigen wir nochmal, dass der Maintenance Mode abgeschalten werden soll. Wenn wir jetzt wieder die Webseite aktualisieren, werden wir zwar sehen, dass wir auf der Version 27.01 angekommen sind, allerdings haben wir ein paar mehr Probleme als sonst. Also diesmal reicht es nicht aus, nur die Indices zu aktualisieren, beziehungsweise das ist diesmal nicht mal gefordert, sondern wir haben ein paar mehr Problemchen vor uns. Unter anderem eine veraltete PHP-Version, kommt natürlich nur drauf an bei Leuten, die wirklich die 8.0 noch installiert haben, so wie hier in meiner Tutorial-Serie. Die es später gemacht haben, haben eventuell schon eine neuere Version und somit das Problem nicht. Aber zusätzlich bekommen wir noch eine weitere Warnmeldung oder Hinweismeldung, dass wohl die Datenbank zum Sperren von Transaktionsdateien verwendet wird und dass es da Optimierungsbedarf gibt. Es ist zwar nicht zwingend notwendig einzurichten, aber der Vollständigkeit halber schauen wir uns das jetzt mal noch an in dieser Tutorial-Serie. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Redis. Aber zuerst gehen wir das größere Problem an und das ist das PHP-Update, weil das ist dann doch ein bisschen mehr Aufwand. Wir starten daher erstmal, indem wir herausfinden, was für Pakete eigentlich überhaupt installiert sind. Das kann man unter anderem mit uplist install, also minus minus installed machen. Und da grabben wir mal alles, was irgendwie PHP 8.0 im Namen hat oder halt die Version, die bei euch installiert ist. Gut, jetzt wissen wir zwar, welche Pakete wir alle neu installieren müssen, allerdings wissen wir noch gar nicht, welche die neueste PHP-Version ist, die uns zur Verfügung steht. Dazu geben wir mal apt search PHP und am besten noch eine 8 ein. Und schauen mal, was es da so alles gibt. Und wie wir hier schon direkt sehen, wird uns eine 8.3 angeboten. Jetzt sollten wir allerdings auch prüfen, ob die überhaupt mit der 27er Version der Nextcloud überhaupt kompatibel ist. Dazu gibt es einen Link in der Beschreibung für die Latest. Also immer aufpassen, je nachdem, welche gerade die Latest ist. Und hier wird uns die 8.2 als Recommended angezeigt. Bedeutet, die 8.3 sollten wir gar nicht installieren. Wir sollten nur auf die 8.2 gehen. Jetzt haben wir bereits ja vorher schon rausgefunden, welche Pakete alle installiert sind. Ich habe jetzt aber trotzdem in der Beschreibung wieder einen kleinen Command, der uns diese Ausgabe direkt schon umformatiert von 8.0 auf 8.2, dass wir es einfach nur noch rauskopieren müssen, um die Installation ein bisschen zu vereinfachen. Man kann es aber natürlich auch gerne per Hand schreiben, ist aber dementsprechend ein bisschen Aufwand. Daher hier ein bisschen Copy and Paste Action und danach die Installation, die allerdings bei mir ein bisschen witzlos war, da bereits alle Pakete bei mir installiert waren. Was aus alten Zeiten stammen müsste, als ich nur PHP installiert hatte und nicht die Pakete mit der expliziten Versionsnummer. Aber selbst wenn die Installation durchgeführt worden wäre und wir mal php-version eingeben, werden wir sehen, die aktuelle Version ist immer noch 8.0 oder halt die alte, die vorher drin war. Das müssen wir ändern, indem wir den Befehl update-alternatives eingeben, minus minus config php. Dadurch können wir das Programm php konfigurieren und kriegen eine Vorschlagsliste mit allen verschiedenen php-Versionen und wählen hierbei die Version 8.2 aus. Allerdings, Vorsicht, nicht den automatischen Modus, sondern den manuellen Modus. Bei mir hier die Nummer 5 und bestätigen das Ganze. Wenn wir jetzt nochmal php-version eingeben, werden wir sehen, jetzt sind wir auf der 8.2. Wenn wir jetzt allerdings mal die Webseite neu starten, der Nextcloud, werden wir keinerlei Veränderungen merken. Selbst wenn wir den Apache-Dienst neu starten, wird auch das zu keinerlei Veränderungen führen, denn wir müssen erstmal noch das alte PHP-Modul in Apache deaktivieren und das neue PHP-Modul wieder aktivieren und dann den Apache neu starten. Wenn wir jetzt die Web-Oberfläche neu laden, dann werden wir sehen, dass die PHP-Fehlermeldung zwar weg ist, allerdings eine neue da, und das liegt daran, dass die Einstellungen, die wir bisher für PHP getroffen haben, immer
auf die jeweilige Version gemünzt sind, also auch in der Einstellungsdatei der jeweiligen Version festgelegt sind. Und das müssen wir jetzt natürlich für die neue Version auch noch nachholen. Ist allerdings nur eine Einstellung, die gesetzt werden muss, und dann sollte es auch schon wieder laufen. Dazu gehen wir mit unserem Favoriteneditor Nano in die etc PHP 8.2 Apache und dann die PHP ini Datei. Und dort suchen wir mit Steuerung W nach memory-limit. Und da sollte es einen Treffer geben und hier ändern wir den Wert auf 512 M, großes M. Danach gehen wir mit STRG X raus, bestätigen es, speichern es und dann sollte die Einstellung bereits gelten, sobald wir den Apache-Dienst noch einmal neu gestartet haben. Und sobald wir jetzt einmal die Web-Oberfläche nochmal neu laden, sollten wir sehen, dass diese Meldung weg ist. Wie man vielleicht aus den vorigen Tutorial-Serien noch weiß, musste man eigentlich bei PHP relativ viel konfigurieren, unter anderem den Cache. Was ich festgestellt habe, ist das nicht mehr notwendig in der aktuellen Version. Daher können wir uns einige Einstellungen sparen, aber im Nachhinein ist mir noch aufgefallen, wenn wir die OCC-Commands nutzen wollen, kriegen wir jetzt noch eine Fehlermeldung, dass der Memcache nicht konfiguriert ist. Und dazu müssen wir noch die etc php 8.2 cli php ini-Datei anpacken und da schreiben wir einfach in den oberen Bereich apc.enabled-cli gleich 1. Und das gilt auch sofort, da müssen wir natürlich nicht den Apache neu starten, weil das nur die Command-Line betrifft. Das müssten wir noch zwischenrein machen, daher das hier an dieser Stelle noch dazwischen geschnitten. So, jetzt müssen wir uns noch an das eigentliche große Problem ransetzen, und zwar an Redis. Und dazu müssen wir erstmal ein bisschen was nachinstallieren. Das machen wir wie gewohnt auf der Konsole mit apt install php 8.2-redis. Dadurch werden wir das Redis-Modul installieren. Das bestätigen wir wieder. Und nach der Installation brauchen wir nicht nur eine Schnittstelle zu Redis, sondern wir brauchen den Redis-Server selber auch noch. Und den installieren wir mit apt install Redis. Und im Großen und Ganzen haben wir jetzt zumindest mal die Abhängigkeiten soweit erfüllt. Wenn wir allerdings auf der Webseite jetzt noch einmal reloaden, werden wir sehen, dass sich natürlich noch nichts verändert hat. Daher checken wir jetzt erstmal, ob der Redis-Server läuft. Das machen wir mit systemctl status redis. Und wenn hier active steht, ist alles gut. Jetzt müssen wir noch die Nextcloud dazu verdonnern, dass sie den Redis-Server auch nutzt als Cache. Das machen wir in der Datei var www.nextcloud.config.config.php und dort gehen wir ganz ans Ende und fügen ein paar Einstellungen hinzu. Hier ist generell wieder gut zu beachten, dass man bitte keinerlei Schreibfehler reinbaut. Schreibfehler beziehungsweise irgendwelche nicht geschlossenen Anführungszeichen oder so, sorgen dafür, dass die ganze Cloud nicht mehr lauffähig ist. Daher am besten kopieren und einfügen und vorsichtig sein. Bei den Einstellungen selber geben wir als Host Localhost an, also wir sagen, bitte Pi verwende dich selber. Redis-Server findest du auf dir selber. Und als Port nehmen wir den Standardport für Redis und das wäre der Port 6379. Also man kann es quasi 1:1 rauskopieren. Es gibt theoretisch noch Möglichkeiten, das ein bisschen effizienter zu bauen, aber das werden wir uns jetzt nicht in diesem Update-Video angucken, sondern wenn ich dann eine gute Variante finde, es über sogenannte Unix-Socket laufen zu lassen, dann wird das in der neuen Tutorial-Serie angepackt werden. So, wir haben unsere Einstellungen gespeichert. Wir reloaden jetzt einmal kurz und wir sehen, dass wir nichts sehen. Wir sehen weiterhin, dass die Meldung erhalten bleibt. Das liegt daran, dass wir zwar jetzt alles soweit richtig konfiguriert haben, aber das Modul, das PHP-Modul Redis zwar installiert ist, aber nicht aktiviert ist. Das kann man mit dem phpnmod-Befehl aktivieren. Vorsicht, gebe ich hier keine Versionsnummer an, wird irgendeine Version angezogen. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, welche Version da verwendet wird. Deswegen geben wir hier mit -v und dahinter 8.2 an, dass wir das Modul für die Version 8.2 aktivieren wollen. Und kaum haben wir das gemacht und restarten noch einmal kurz den Apache-Server, sollte die Meldung beim Neuladen weg sein. Perfekt. Um es richtig zu testen, das habe ich nämlich auch gemerkt in meinen Testphasen, um es richtig testen zu können, gehen wir jetzt auf die Oberfläche von der Nextcloud und legen ein Verzeichnis an, laden die Datei hoch. Wir machen auf jeden Fall irgendeine Änderung. Weil wenn Redis nicht richtig konfiguriert ist, dann kann es durchaus sein, dass trotzdem die Cloud sagt, okay, alles im Reinen.
Wenn ich dann allerdings anfange, irgendwas zu erstellen oder zu verändern, kriege ich Warnmeldungen, dass Dateien nicht erstellt werden konnten, Ordner nicht erstellt werden konnten. Daher ist das der beste und einfachste Test, zu schauen, ob die Nextcloud soweit läuft. Ja, und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Wir haben die Cloud auf dem aktuellen Stand, auf der Version 27, aber immer noch auf einem alten 32-Bit-Stand. Und daher würde ich, wenn nichts schief geht, sagen, dass das das letzte Video dieser Tutorial-Serie ist und wir uns zukünftig in der neuen 64-Bit-Serie sehen werden, wo nochmal die komplette Cloud neu aufgesetzt wird, nochmal alles im Detail erklärt wird, wo dann auch noch ein paar mehr Optimierungen, gerade Richtung Redis, eventuell dazukommen. Muss ich mir im Detail anschauen. Wie gesagt, die Tutorial-Serie selber ist gerade sehr in der Mache. Ich gucke, dass alles wieder sauber dokumentiert ist, es schöne Webseiten dazu gibt zum Nachschlagen und einfachen Rauskopieren vor allem. Und dass das hoffentlich ähnlich erfolgreich wird und gut ankommt wie die alte Serie, die ursprüngliche. Von dem her verabschiede ich mich jetzt zum letzten Mal von Nextcloud-Baumwidget. Vermutlich habe ich schon mal, glaube ich, angekündigt, dass eine Neuauflage kommt. Aber dieses Mal ist schon einiges vorbereitet. Von dem her bin ich guter Dinge. Man sieht sich, bis zum nächsten Mal und tschüss.